Hallo, was machen Sachen? Ja, kleines Vorwort zu dem Video, bevor wir starten. Wir haben ein Poké-Booster Battle. Name war gegeben von meiner Freundin, die bei mir im Stream war, und wir haben ein paar Pokémon-Booster geöffnet. Hier und da will ich einfach mal ein paar was Neues ausprobieren. Das ist jetzt quasi auch so ein Fall. Wie schon gesagt, eine Freundin war bei mir im Stream und wir haben ein paar Pokémon-Booster-Karten geöffnet. Und wir hatten echt eine coole Zeit und viel Spaß zusammen. Da habe ich gedacht, komm, wäre doch eigentlich auch eine coole Sache für ein Video. Das ist quasi jetzt das, was dann gleich kommt. Und ja, wir beide interessieren uns generell für Pokémon und sie mehr für die Karten. Sie kennt sich auch deutlich besser aus wie ich. Nur ein kleines Vorwort, ich habe null Plan. Ich weiß bei den Karten, wie das Spiel funktioniert. Aber so andere Sachen über die Karten habe ich keine Ahnung. Ich freue mich, wenn hübsche Bilder drauf sind oder wenn Pokémon dabei sind, die ich mag. Nur so als Vorwort, nicht, dass ich da eine ärgere, die hat ja keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ist okay. Ich mag hübsche Bilder. Ja. Dann hoffe ich, das Video gefällt euch auch. Ihr habt genauso viel Spaß. Und wie gesagt, ab und zu wird jetzt auch mal so Poké-Booster Battle kommen. Der Name wurde von meiner Freundin ausgesucht. Also ich werde erstmal dabei bleiben. Falls ihr einen anderen Namen wünscht oder so weiter, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, dann viel Spaß bei der ersten Folge. Es werden hier und da mal wieder welche kommen. Was ist denn das Weiß bitte? ich Freeform, was ist denn das alles? Kenn nicht. ich gar nicht. Das ist dein Telefon. Ah, Weiß ich auch mal ich jemand. Das hat er wieder nicht. hier irgendwelche Sachen installiert. Das ist auch alles in weiß. Ach, das muss man selber machen. Jomti bitte. Eddie spielt nicht mit. Aber ich bin im WLAN. Ja, immerhin. Immerhin, das geht. Internet funktioniert. Wie habe ich denn das jetzt gerade gemacht, dass das Display wieder schwarz war? Das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. So behindert kann man doch nicht sein. Ich weiß, ich bin so ein Mir Technikbegabtfähiger. muss mein Chat auch immer viel helfen, weil ich habe nichts Bedienung zu sprechen. finden. Wie kriege ich den Bildschirm dunkel? Gibt es nicht irgendwie so eine Taste Dark Mode zum An- und Ja, Ausschalten? ich habe es auch vorhin gefunden, aber ich muss es jetzt her. Raumbildschirm? Nein. Anzeige Fertigkeit. Dunkel! Also merkt euch das, ich war in meinen Einstellungen, Anzeige und Helligkeit und dann habe ich es hingekriegt. Wo gucke ich überhaupt hin? Ich wusste gar nicht, nein, nein! Hat man das jetzt Na, wie gesehen? geht's dir? Weiß ich nicht. Ja! Geil! Schon ein bisschen lustig auch. So zwei Lost am Werk ist, das war unglaublich. Okay, auf jeden Na, Fall wie geht's dir? funktioniert's jetzt. Ich habe ein neues Telefon. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollten ja eigentlich auch Pokémon Packs Ja. aufmachen. Wir haben schon 5 Ey, Zuschauer. Virana, wie geht's dir jetzt? Versuch's nochmal. Was? Jemand ist im Chat, guck. Guck da Hi! oben. Bruder! Da. Ey, ich winke als Oder Ziel da. rein. Das ist so behindert, Mann. Ich habe zwei Kameras, ja. Ich war aber eben auch verwirrt, weil ich bin es auch gar nicht gewohnt, weil ich habe eben den Avatar immer an und da kann ich meist nicht mehr winken, weil die Leap Motion nicht funktioniert. Also das Ding, das eigentlich die Hand tracken soll, funktioniert nicht. Das bewegt meine Hüfte. Ah, okay. Das ist irgendwie lost. Ach, das ist das Ding, was dann quasi den Chibi dann ausgemacht, oder was? Nee, das Aha. geht über die Kamera, aber ich kann damit Hand eigentlich bewegen, aber es funktioniert nicht gut. Deswegen bewegt sich nur die Hüfte. Das ist Das ist mir ein entweder Rätsel, wie das alles das funktionieren kann, kaputt ja? oder Die mein. sitzt immer hier, die macht immer so Sachen, Die so macht immer komische Figuren Sachen. am Computer, so. Ich bin froh, wenn der Sachen ausdruckt, wenn ich das will, weißt Kann auch 3D du? Das drucken. ist hart, Ich habe Mann. Ich den kann Burak nicht. mal gedruckt. Stimmt, ja, das war 3D-mäßig. Das ist auch immer noch da. Also ist noch nicht kaputt. Da. Oh ja, schön. Die hat die Ja. Michelle nicht gekriegt, ist nicht durchgebrochen. Nee, Wie die das hat sie nicht in Schlange. die Finger gekriegt. Wie die Schlange. Oder Ja. Aber die war auch sehr cool. ja. Hey, die Schlange kann ich auch nochmal drucken. Ja, wollen wir loslegen oder was? Wollen wir Oder? machen, komm. Okay. Ich hatte nämlich so ein paar Booster-Packs mitgebracht und wir dachten, wir machen einfach mal ein paar Packs heute auf. Und machen so ein kleines Pokémon auf und dann gleich so ein Booster-Battle oder so, keine Wir Ahnung. können ja machen, ja noch mal spielen. Das können wir auch machen, ja. Oder basteln. Du Ich wolltest habe noch was ja, basteln, mal ich muss noch gucken. was basteln, das kann ich auch heute Abend machen. Mein Bruder hat morgen Geburtstag, mein großer, kleiner Bruder. Körper größer, Alter kleiner. Er ist brutal, er ist echt riesig geworden. Das stimmt. Ja. Ich glaube. Nee. Womit fangen wir an? Einzelne Booster oder wollen wir mit der Box Ich anfangen? würde sagen, mit den Einzelnen, oder? Sind überhaupt Pokémon-Sammler hier in der Gruppe Weiß oder ich was? nicht. Gibt es Menschen, die Haben hier Pech Pokémon gehabt. mögen? Ja, bestimmt. Wenn ich Pech gehabt. Müssen das gucken, was ich zeige. Das ist halt auch finster, ne? Ich guck, was ich gucken will. Ansonsten Ja, gut, nicht. zur Not können sie auch gehen. So ist es ja nicht. Wird Ja. ja keiner gezwungen. Ich habe sie ja nirgends angeleint. Müsst Ja. jetzt gucken. Ja. Doch, ihr müsst jetzt das gucken. Definitiv. Aber jetzt sagen wir, fangen wir den Einzelnen an und dann kann man den Muster machen Okay, danach. dann lassen wir die Oder? erstmal neben liegen und wir sagen, wir ziehen einfach immer eins der Packs raus, würde ich sagen.
Zieh doch einfach mal. Zieh eine Karte. Genau, zieh mal eins und dann ich nehme dieses hier. Ich mach das gleich auch. Ist eigentlich gleich mehr über Lumia drauf? Nee, wir haben tatsächlich auch noch einen Woolpix und ansonsten eine Lumia. Noch einen Alola Woolpix. Ja, warte mal. Man sieht mich gar nicht. Ich habe meine Hände noch hier drin, guck. Mach mich kleiner. Da jetzt. Mhm. Ich habe auch da auf den geguckt mit Verzögerung, habe ich gewundert, warum sieht man mich nicht. Ja, also man kann das dann. Ich muss auch erstmal gucken, wie ich die halten muss, dass man überhaupt groß. Naja, egal. Ungeboten. Okay. Wir machen es zusammen auch, würde ich sagen, oder wollen wir nacheinander auch machen? Jetzt habe ich schon auch. Ja, ist ja egal. Geduld ist nicht deine Tugend. Ich versuche das mal. Wirklich, ne? Zu zerstören. Hätten so einen Skalpell holen müssen. Also, ich würde sagen, ich warte dann einfach mal, bis du deinen Switch hast. Oh, ein paar Nier. Auf jeden Fall hast du einen schwarzen Code, ist schon mal ganz gut. Was ist ein schwarzer Code? Nee, das weißt du. Was für ein Code? Das Ding hier? Ja, das ist die Codekarte. Nee, egal. Was? Das ist der Umrandung. Ich weiß gar nicht, ich glaube vier Karten nach vorne. Von hinten. Ja, und dann haben wir den Karten. Ja, eine schwarze Karte. Oh, das heißt, du kannst, ich hab eine gezogen. Du kannst eine V-Star haben, das ist gut. Ich habe eine schwarze Karte. Und dann Reitschuh. Ich habe ein dickes Reitschuh. Okay, mach du zuerst und dann mache ich meins auf. Energie ist doch schon mal hoch, kannst du spielen? Mhm. Das Panty hatten wir schon gesehen. Ah, oh, ja, das hast du. Ja, Mann. Sogar ein Basis, dann brauchst du kein Pichu. Entwickelt sich das eigentlich aus Pichu? Pichu, Pikachu und dann Raichu, ja. Okay. Und das ist ja ein geiles Antwort, mal. Sieht cool aus. Das Artwork ist wirklich ziemlich, ziemlich nice. Also ich muss sagen, ich finde das sehr cool. Weiß nicht, ob ich das will. Ja, wir haben es gedreht, das ist ein bisschen komisch für uns. Ja, das ist, wir müssen spiegelverkehrt denken, aber wir kriegen es irgendwie hin. Ich mag dort Reitschuh auch, Chonky Reitschuh. Ich mag die, wenn die ein bisschen dicker sind. Sehr cool, ja. Pikachu. Also ich finde das irgendwie sehr geil, das Artwork. Okay, ich bin gespannt, ob es hier etwas Energie gibt. Wir starten mit einer Pflanzenenergie. Dann ein urzeitlicher Altar. Das kann ich überhaupt. Ah, was sind denn denn? Ich mache diese Stadionkarten. Ich weiß nicht warum, aber an die denn? Ein Quartettstein. Quartett. Kassadur. Ich kenne mal diese ganzen neuen Scheiß-Pokémon noch gar nicht, gell? Fabigil, das ist gut. Fabigil, das kenne ich. Ein Tiao. Mal ein bisschen, dass wir auch was sehen hiervon. Oh, Dratini. Aha, ein Dratini. Ein Lampi. Ich glaube noch 3, 4. Ah, okay. Arena Trainer. Jetzt können wir wissen, ob wir einen Hit haben. Und ein Zeraora. Aber kein Hit. Macht aber nichts. Weil Zeraora ist auch ein Hit. Das ist cool. Ja. Was kann man damit machen? Ich habe keine Ahnung, was die können. Gell? Ich bin irgendwie hier. Wir verlosen die Karte. Sagen. Aber nur die Karte. Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, nächstes. Such dir eins aus. Okay, dann nehme ich das oberste. Und ich bin jetzt auf jeden Fall wieder dran. Oder auch nicht, weil ich nicht aufkriege. Ich bin sehr gespannt. So, ich habe schon das Klick-Klick. Für die. Aber das Klicke-die-Klick-Dingens hier. Ja, da. Das wird die Mitte. Die Mitte fehlt noch. Die kriegen wir bestimmt. Warte mal, der ist doch die vierte. Genau, die machen wir mal weg. Ihr habt einen Code. Ich weiß nicht, wer Bock auf Code hat. Ach nee, das ist wieder falsch rum. Das musst du jetzt immer so rumhalten. Ja. Also wer Bock hat, gönnt sich die Pokémon. Wer Glück hat. Elvira kann es den gönnen. Spielt sie oder was? Weiß ich nicht. Elvira ist halt da. Achso. Den Chat geschrieben. Der hat Energie. Sie hat den Chat geschrieben und sie hat Chat geschrieben. Kolossant? Kolossant. Ja, das finde ich ganz cool, das ist ein neues. Guck mal, wie soll man Aquarium hängen, wie viele Fische haben. Oh, was haben wir jetzt auch? Oh, ja, Dragon, ja, hast du Dratini gezogen, brauchen wir noch Dragoran. Mhm. Achso, nee. Du kannst dir den Pokémon-Card-Code gönnen. Ah, das hatten wir gerade, das Klick-Klick. Limplin. Oh, die, ja. Hey, immer wieder Themen-Dinger gezogen. Jetzt haben wir hier die Vorstufe. Aber das war cool. Das sieht sehr ängstlich aus. Oh, hier schräg. Sieht aus, als hätte es Angst. Kramux, oh, wie cool. Kramux mag ich. Ich mag generell den Rahmen. Ja, ich mag halt Rahm und Creme. Ja. War Blut. Oh, was ist das denn? Die hab ich ja gar nicht gesehen, Alter. Oh, und ein Katapult war geil. Oh, Mario. Nein. Ey, er guckt doch einfach genial. Der guckt so ein bisschen bekippt. Ey, geil.
Aber wir haben ja irgendwie immer passende Dinger. Oh, ich liebe vielleicht halt den Geruch von Pokémon-Karten. Ja, wenn die neu sind. Ja, vielleicht kriegst du ja die Vorstufe. Das hier ist Lilimplimp oder so. Lilimp. Irgendwie sowas. Ich glaube Lilimplimp. Ich kann mich auch irren. Kein nächstes Pack. Die Namen sind auch manchmal echt furchtbar von den Pokémon. Jetzt kriegst du nicht auf. Ich habe auch eine Schere. Guck mal hier. Damit wir uns nicht schneiden. Ja, und ich habe eine Kinderschere. Okay. Wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Okay. 1, 2, 3, 4 nach vorne, glaube ich. War. Keine Ahnung. Okay, was haben wir für eine Energie? Was tippst du? Elektro. Okay, dann sage ich Feuer. Mal gucken. 3, 2, 1. Geil! Der war gut. Der war gut. Nee, es war wirklich nur geraten. Wir haben eine Feuerenergie, mit der wir starten. Dann ein Sabayon. Sabba. Sabalon, ne? Genau. Ein Eiscreme! Oder Zuckerwatte oder Eiscreme? Ich weiß nicht, ob ich ihn verlasse. Eiscreme ist im Hintergrund. So. Ich glaube, es sollte eine Eiscreme sein. Ja, das sieht auch aus. Können auch eine so. Zuckerwatte. Eiscreme ist im Hintergrund. Man sieht es nicht so schön. Irgendwie. Tag zusammen, na, wie geht's hier? Das ist aber schwierig, oder? Ich bin behindert. Ich kann nicht denken, weil ich das nicht so rum. Es zoomt halt auch nicht, weil es halt eine Billo-Kamera ist. Wie soll ich den Rest denken? Ihr müsst euch da scharf denken. Ja, okay, wir spielen einfach weiter. Wir spielen zwar nichts, aber gut. Siegfried, der Trottel. Lapterix. Klingt immer so ein bisschen wie Asterix. Das ist auch ein Flamingo. Geronimo macht das nicht irgendwie so. Das, die Entwicklung sieht so lustig aus. Ja, komm, klar. Geronimo! Ja, daran erinnere ich das immer. Pinks, das finde ich sehr süß. Oh, so ein Fuchs. Sieht aus wie so ein Fuchs. Ich wollte ja schon mal einen Fuchs haben. Dann. Oder ein Waschbär. Fuchs. Aber ich glaube nur eine Katze, die ist ja wie ein Waschbär. Füchse stinken auch so furchtbar. Echt? Ja. Meiner würde nicht stinken. Den würdest du jeden Tag waschen. Den würde ich waschen, ja. Ich will dem schon erzählen, dass jetzt der ist hier. Jetzt haben wir sogar ein Reverse. Jetzt haben wir alle drei, genau. Das könnte man nicht schon fürs Spiel nutzen quasi. Oh, ein Fiat. Okay. Den mag ich auch total. Der hat Flammenkörper, den nutze ich immer zum Eierbrüten im Spiel. Sieht schön aus. Auch. Ein cooler Vogel. Das ist eine Schadensmarke für dieser Attacke. 8 Schaden. Oh, 160 ist schon okay, würde ich sagen. Mit einer Energie, 160 Schaden. Gar nicht mal so verkehrt fürs Spiel. Schön, schön. Mit einem Pokémon deines Gegners 50 Schadenspunkte zuwenden. Ja, geil. Es ist wirklich nicht verkehrt, muss ich sagen. Und das ist aus allen Energien, die kriegt man. Man muss halt erstmal warten, das sind ja auch. Nein, ich leg's mal zur Seite, vielleicht wandert es irgendwann in mein Deck. Ja, du brauchst halt die anderen. Du brauchst die Vorstufen aber auch. Das sind ja, das sind ja 3. Karten riechen so geil, ohne Scheiß. Ich bin, ja. Ich mag immer noch das. Das ist mein Beruf, dass ich so ein Schnüffler bin. Keine Ahnung. Bisschen viel am Nacken schnüffelt. Ja. Okay, bist du da dran? Bin gespannt. Also wenn man eine Sturmwinde ist nicht. Ja, es gibt schon geile Karten drin, aber die Hitquote ist nicht ganz oben. Hier jetzt auch die Kinderschere. Also. Ja, das geht auch. Ich weiß nicht. Ja, okay, für das bisschen Plastik hat es ja ganz gereicht. Also. Ja, guck mal hier, noch einen Blick. Noch eins, okay. Noch einen Blick. Das kriegen wir zur Seite. Warte mal. Oh, doch wieder. 1, 2, 3, 4. Ich dachte, der schwarzen Code, da könnte sogar was drin sein. Die sind alle schwarz. Nein, die sind die Rückseite hier gucken. Die Rückseite. Ach so, die Rückseite umrandung. Es geht um die Rückumrandung irgendwie. Oh, jetzt ist Elektro. Ah, jetzt bist du, jetzt hättest du gewonnen. Gewonnen. Gewusen. Ein Land. Gewusen. Ein Land. Ein Land. Ein wir auch schon. Tatsächlich, warte, ich muss jetzt nochmal durchgehen. Wir kriegen hier immer passende Dinger zusammen. Das ist auch sehr schön, ne? Das ja. Ist ja. Ich bin den Blick so gut von ihm. Das ist definitiv ein Hit. Lilliminip. Auf jeden Fall. Diese. Oh, warte da mal, war Lola. Die ist ein Flappi gewesen. Warte mal, ich muss mal kurz die Lola. Das hätte ich auch reingelassen. Nee, raus, oh, nix glänzend. Doch, es waren glänzende dabei. Aber ich glaube, das sieht man für Kamera nicht. Ich habe was im Schuhbaum. Ich habe Tee. Ich soll das nächste Mal dazu sagen, wenn was glitzert. Und anscheinend sieht man das nicht dabei. Also das glitzert auf jeden Fall, das ist ein Holo. Ja, bei den anderen hatten sie so gesehen. Oh, den Kolossan haben wir schon mal gehabt. Das hatten wir schon mal, ja.
Was hatten wir eben? Ein Lilly Nipch. Hatten wir auch. Krabbox hatten wir auch schon. Ich hatte tatsächlich mal zweimal exakt das gleiche Bett. Aber ein Pupita? Da dachte ich auch, das ist das Reverse, ja. Das ist unser Reverse-Slot. Und nochmal. Eine Hologalopper. Ein Hologalopper. Ein Galopper. Galopper ist auch cool. Ich mag Pupita mehr wie Galopper. Ist halt auch schön. Zeig mal her, das Artwork. Gefällt mir tatsächlich, glaube ich, auch ganz gut. Gibt etwas spielstärkere Pokémon tatsächlich, aber es ist auch wieder eine Mono. Legen Sie mal dahin. Kinderschild können wir auch zur Seite. Ja, wir sind professionell, wir haben eine Kinderschild. Ja, dann haben wir das letzte silberne Sturmwende-Pack. Das letzte. Dann, Da ist ja noch die Box. Okay, ja, wir haben auf jeden Fall noch eine Box, die wird mit Sicherheit ein bisschen besser. Aber wir gucken einfach mal. Willst du die Kinderschere? Nein. Möchte keine Kinderschere. So. Ich habe ein Cuttermesser, sehe ich gerade. 1, 2, 3, 4. Mal sehen, ob was drin ist. Wir haben eine Stahlenergie, okay. Das ist für Klingler ganz gut. Ja. Dann haben wir einen Akkuzeller. Da ist auch so ein Weiler. Ich habe mich gewundert, warum ein Weiler Stacheln hat. Professor Leven. Larven. Von der Leven. Oh, Larven. Oh, Larven. Vorländer. Wasser! Jo, brauchen wir für unser Katapulter. Ja. Wollen wir jetzt noch einen? Dann einen Balibalim. Balibalim ist halt auch sehr süß, ne? Das klingt sehr gut. War schon so ein unnötiges Pokémon. Aber Melodik ist cool. Wenigstens eine geile Entwicklung. Garados, ja. Lieben Garados. Nee, das ist Kappa was du. Ja, sag ich doch. Das ist wie Kappa, so ein richtig scheiß Pokémon, aber da wird wenigstens ein geiles Pokémon. Mit Melodik draus, ja, stimmt. Panel. Veslandero, das ist dann auch schon wieder unsere Reverse. Und ein Zigarre. Okay, also die Packs haben jetzt irgendwie nicht so geil geburnt, muss ich sagen. Die waren irgendwie ein bisschen sehr hitarm. Zwei Holos aus. Wie viel waren es? 6 Packs ist eigentlich schon. Ah. Ja, keine Ahnung, was der Schnitt ist. Aber naja, ich sag ja, ich habe mit dem Set nicht so viel Glück.